Hey, wie findest du meine neue Ausstattung? Hammer. Also. Oh, wie findest du meinen neuen Sitz? Plus die Löcher da. Hast du meinen neuen Sitz gesehen? Perfekt. Auch gut. Sehr gut. Das ist die neue L-Ausstattung. L? L wie Lost. Ich habe gerade Handbremse bis zum Himmel angezogen und das hält kein bisschen. Okay, die Handbremse muss ich auch noch machen. Die L-Ausstattung. Das ist die L-Ausstattung. Lost. Auspuff, wie ist der Sound? Können wir ganz kurz den Sound so aufnehmen? Wie man hört, hört man nichts. Das gefällt uns natürlich nicht. BMW ist natürlich sehr, 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 sehr stark von der Lautstärke gedrosselt. Jeweils ein Krümmer hat sofort den Cut da verbaut. Und dann gibt es den Mittelschalldämpfer und dann gibt es den Endschalldämpfer. Vom Sound her so stark gedrosselt, dass einfach nach nichts anhört. Und deswegen wollen wir heute mal was probieren. Den Endtopf werden wir heute abbauen. Und dann wird der mysteriöserweise an den anonymen Schweißer abgegeben und mal gucken, was der daraus macht. Ich baue das jetzt ab, dann kriegt das der anonyme Schweißer. Nicht den Mittelschalldämpfer, nur den Endtopf und mal schauen, was der so bringt, wenn wir nur den Endtopf bearbeiten. Und wir werden einmal ohne Endtopf mal laufen lassen, da bin ich auch gespannt. Ja, interessant. So, jetzt werden wir den einmal abflexen, weil das Problem ist, haben wir natürlich super gelöst. Von hier, hier bis hierhin ist das ein Teil. Da sind die schönen Cuts, die da verbaut sind an diesen einzelnen Krümmer. Sehr schön. Dann sagt man, ja, ich will den Endschalldämpfer wechseln. Dann kommt ihr in eine Werkstatt und die verlangen dann natürlich Summe X, weil das ja nirgendwo zu befestigen ist. Das ist ja Hammer. Egal, ich werde das Ganze jetzt einmal ganz kurz abflexen und dann schauen wir mal, wie der ohne Endtopf sich anhört. Mhm. Die sehen schon ein bisschen verrostet aus. Mal schauen, ob die auch rauskommen. Kennt ihr das, wenn ihr was nehmt und das Ding ist leer? Wow. Jetzt ab. Okay, nicht ganz. Jetzt ab. Boah. Also egal, was für ein Schmutz das Auto unter der Stoßstange hatte, das habe ich jetzt alles im Gesicht. Ach so, ja, hier oben. Und voilà. Wow. Da ist er. Das gute Stück hier. Das gute Stück werden wir komplett bearbeiten. Da kommen natürlich andere Rohre drauf danach. Ja. Ja. Ja, der anonyme Schweißer wollte nicht vor die Kamera. Ich habe echt versucht, den zu überreden, dass er das vor der Kamera macht. Aber er hat gesagt, nee, Berufsgeheimnis und so weiter. Mhm. Geht nicht. Also er will anonym bleiben. Oh, das hört sich gleich ganz anders an. Ist das das Auto hier? Ich glaube schon. Kann ich das nicht so lassen? Viel besser, oder? Boah, der hört sich jetzt gut an. Aber das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass Endtopf bei dem Kompakt so viel jetzt ausmacht. Ja, ich auch nicht, ganz ehrlich. Hm. Der anonyme Schweißer nimmt das jetzt mit. Der guckt sich das Ganze jetzt an. Und ich, ja, ich mache jetzt Urlaub. Also für mich jetzt 2 Wochen, für euch jetzt gleich. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Zeig ihm, was Sound ist. Eidarsch! Da bist du ja! Der anonyme Schweißer hat schon nach dir gefragt. So, das sieht aber geil aus, ja? Voll. Finde ich auch. Mhm. Neues Rohr dran. Ja.
Bist du zufrieden? Also von der Optik her super. Ne? Die Rohre, das finde ich ja geil. Weil davor, die Rohre sahen ja, also was heißt sah, da gab es überhaupt keine Rohre. Das war das Problem. Jetzt haben wir natürlich schöne, dezente, gerade Rohre. Kennst du diese gebörtelten Rohre? Nee, kennst du das? Nö. Gebörtelte Rohre sind das hier, komm, zeig. Und das mag ich überhaupt nicht. Warte mal. Ah, die sind ja richtig so nach innen. Genau. Und das sieht ja so richtig dick sieht das aus. Und das gefällt mir nicht, ne? Ach, das magst du nicht. Und ich mag, wenn die so richtig gerade sind. Und deswegen, das wollte ich auch unbedingt auch haben. Ich finde die anderen aber auch schöner. Hast du das schon gesehen hier? Was denn? Mein. Was denn? Also dein neues Getränkehalter. Nein, nein. Dings, das Auto steht abends bei Real, dann kannst du deinen Pfand reinmachen. Pfandflaschen-Sammelstelle? So ist es. Ich hab der noch nie was Schweiß, er wollte das Ding nicht abgeben hier. Er hat gesagt, 2 Wochen hatte ich Spaß damit. Ui, 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 ui. Wir werden den ganzen ja so dran schweißen. Ja, dann wird es erst gerade, ne? Boah, was? Ich habe doch nicht so viel weggeschnitten hier. Was denn? Hier. Fehlt ein Stück? Da fehlt ein Stück. Ich muss da auf jeden Fall ein Stück einbauen. Wir haben da hier ein bisschen mehr weggeschnitten. Hallo. Heute machen wir Auspuffschweißen. Da brauchst du ja sogar einen Kopfhörer. Ja. Gehörschutz oder sowas. Ja, das ich glaube, ich höre nichts mehr. Ah! Ah! Was soll das denn? Ah. Ich schwör's, ich bin taub. Was sagst du da? Hashtag, ich bin taub. Ja, das ist schon geil, ne? Ich mach schon mal mit dem Ding hier. Ja, aber ich muss ja auch sagen, das Ding ist ja auch nicht dafür geeignet. Ne? Wow, voilà, die ist gut. Ich rufe den Schweißer jetzt an. Also ich finde, jetzt sieht das schön aus. Ist gut ausgerichtet. Aber das ist aber nicht schief, aber ich habe das Gefühl, der ist so ganz leicht schief. Kann das sein? Ja. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber eigentlich sieht das schon gerade aus, glaube ich. Aha. Finde ich auch, ist schon gerade. Wenn dann minimal vielleicht. Ja. Okay, so lassen wir das. Now it's noon in the ghetto facing life or death. I was a thug, ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die. So who am I to try to warn them about the bomb from the niggas cry? Hey, remember me? Damn that Hennessy, the nigga you don't wanna see. Let me proceed, my definition of some thug shit. Y'all don't hear me? Now that it's poppin', ain't no love, bitch. I'm maintaining the game in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket. I'm still wicked in my ways, I hustle to my dying days. Ain't nothing wrong with getting paid, so nigga blaze. Cause we some motherfuckin' fools, walking through the streets wearing jewels. Breaking niggas, breaking moves. Even the cops can't stop us, my enemies. Das muss jetzt hier benutzt sein, einmal. Und? Es muss einen geilen Sound haben. Ja, das sowieso. Das ist ja das Haupt, der Hauptgrund überhaupt hier. Ja. Oh, was hier ist heiß. So. Wie sieht das so aus? Nice. Sieht gut aus so? Mhm. Mal gucken, was für ein Sound der hat. Yeah.
Motorleuchte brennt. Was leuchtet? Motorleuchte. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht die Abgaswerte nicht in Ordnung? Bei dem schönen Sound kann man sich das schon vorstellen, oder? So, ich habe keine Tür. Ich muss einmal Tür aufmachen. Ach, soll ich so nett sein? So, jetzt sag mal, was sagst du zum Sound? Ich find's geil. Ich find's auch weiß gut. Ja, wie es vorher war. Gelungen, definitiv. Auf jeden Fall. Also ich freue mich schon, wenn die Auspuffanlage mal richtig heiß wird und wie sich dann anhört. Das wird bestimmt richtig brutal anhören. Aber man hat gesehen, dass man bei einem E46 nur den Endtopf, sei es jetzt, ihr baut einen Endtopf, ich sag mal von der Marke Novus ein, dann habt ihr auf jeden Fall schon Sound. Und wenn es jetzt wie ich macht, einmal mal aufmachen, sauber gemacht, wieder rein, dann hört man auch einen Sound. Also ich finde, es hat einen sehr, sehr schönen Sound und sobald man auf die Drehzahl kommt, hast du nochmal so einen richtig schönen, knackigen Sound. Und genau so, das wollte ich auch. Ich wollte nicht, dass es so ganz Zeit brutal anhört. Es hört sich erst brutal an, wenn man ein bisschen, ja, Vollgas hört. Und das ist doch schön. Wie findet ihr den Sound? Findet ihr den Sound gut, gut oder gut? Schreibt mir in die Kommentare. Eins von den drei. A, B oder C? Ich sag B. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mann, Feierabend. Haut rein. Ciao.